Hallo zum nächsten Video bei Marius Fliegendose. Es ist Freitag und zwar Bindefreitag. Heute binde ich mit euch eine Barschfliege. Inspiriert bin ich da vom Tim. Der hatte bei Instagram einen Perch Food, so wie ich sie in anderen Videos gezeigt habe, in einer Farbe gebunden, die den Spinnanglern unwahrscheinlich bekannt sein wird, nämlich Electric Chicken. Klingt ein bisschen wirr, aber das ist bei den Gummifischen oft so, dass da irgendwelche wilden Fantasiefarben entwickelt werden. Und zwar sieht die so aus, dass sie unten pink ist und obendrauf fluogrün. Und das ist eine Farbe, da habe sogar ich so Gummifische von. Wenn ich denn mal auf Barsch gefischt habe, das mit der Spinnrute, was schon ein bisschen länger her ist, das letzte Mal, haben wir auch so verrückte Farben ausprobiert und tatsächlich die Farbe hier hat auch immer wieder geliefert. Deswegen fand ich das so lustig, dass er damit eine Fliege gebunden hat und ich habe gedacht, ich zeige sie euch mal und bedanke mich beim Tim für die Inspiration. So, dann fange ich mal an. Also eingespannt habe ich hier den Arex XO774 in der Größe 1. Ihr könnt die auch ruhig kleiner nehmen. Das ist so meine Lieblingsgröße für die Fliegen, die ich da binde. Ja, aber ein Vierer oder ein Sechser kann es absolut auch tun. Und dann macht ihr die Fliege entsprechend kleiner. So, den Monofaden, wie immer feines Mono, lege ich hier an. Dann kommt ein wenig Bindelack obendrauf und dann nehme ich Baitfish Fiber in Pink mit Pearl drin. Im Moment ist hier wie fast überall hohes Wasser an den Bächen und Flüssen. Wirklich Katastrophe. Dieses Jahr geht es echt so weiter wie in den letzten Jahren, nur dass wir in den letzten Jahren meistens zu wenig Wasser hatten. Jetzt haben wir zu viel. Überall finden Touren nicht statt. Ich kriege das ganz viel mit bei den Kunden. Hier fällt was aus, da findet was nicht statt und so. Oder man fährt irgendwo hin und hat keine optimalen Bedingungen. Ja, so ist es halt momentan in den Zeiten. So, also wir nehmen so ein schönes Bündel. Ja, schneiden das dann hier auf voller Länge weg. Zack. Dann mache ich das so, dass ich das Material, dass ich das hier umklappe. So, dass es so im 60-40 Verhältnis umgeklappt ist, schneide das weg und das kürzere Bündel kommt auf den Tisch. Ist eigentlich vom Aufbau her eine relativ einfache Fliege. Die Proportionen dann schön hinzubekommen ist eine andere Sache. Das bedarf ein bisschen Übung, aber sollte eigentlich für jeden gut machbar sein. So, das tapere ich mir so ein bisschen aus, das Bündel, das ich da jetzt habe, das lange. Bin eigentlich hier fast ein bisschen zu weit mit dem Faden hinten, komme ein bisschen weiter vor, ist nicht schlimm. So, und dann lege ich mir das hier drauf und gucke, dass die Fliege insgesamt so 10-12 cm lang wird. Also das kurze Ende steht nach vorne. Nehme dann das so, mache hier direkt ein bisschen Lack drauf und klappe das Bündel nach hinten. So, gebe hier wieder ein bisschen Lack drauf. Kann nie schaden bei so Raubfischfliegen, wenn da mal ein Hecht drauf beißt mit seinen Zähnen, ist man gleich wieder ein bisschen safe und die Fliege hält einfach deutlich länger. Dann nehme ich ein ungefähr gleich dickes Bündel von dem Fluogrün. Ich habe jetzt hier die Variante mit dem Ice Blue drin.
Das könnt ihr auch in Perl nehmen oder so. Also ihr könnt ja sowieso immer variieren, wie ihr wollt. Grundsätzlich gibt es das Baitfish Fiber ja in drei Varianten. Einmal komplett ohne Flashfasern drin, einmal mit eisblauen Fasern drin, wie hier, und einmal mit Perlfasern drin. Die sehen im Wasser wirklich sehr, sehr unterschiedlich aus und daher macht es auch Sinn, damit zu experimentieren und zu gucken, welche sind jetzt gerade am fängigsten, auf jeden Fall. So, auch hier das gleiche Vorgehen, klappe ich mir um, schneide es durch, lege das kurze Bündel zur Seite, das lange behalte ich in der Hand, nehme das, taper es mir wieder aus. Was hier jetzt auffällig ist, dass im Grunde genommen, ich lege nämlich jetzt das grüne Bündel, das Flu Green, obendrauf. Dass hier eigentlich die hellere Farbe oben ist. Das heißt, ich habe eine Kontrastumkehrung was von dem, was ich sonst immer so sehe an Fliegen. Meistens sind ja die Fliegen oben dunkel, unten hell. Und in diesem Fall ist es genau andersrum. Unten dunkler, weil das Pink aber auch ein bisschen dunkler ist. Kann aber mal ganz gut sein, wenn die Fische tief stehen und nach oben gucken, gucken sie gegen die dunklere Farbe. Das kann auf jeden Fall mal Sinn machen. So, dann das Umschlagen. Und hier wieder ein bisschen Lack drauf. Und dann nehme ich das abgeschnittene Bündel Flu Green, taper mir das auch aus, lege es oben drauf und den längeren Teil lege ich nach hinten, den kürzeren nach vorne und achte jetzt darauf auch, dass das Bündel nur oben drauf liegt, nicht unten drunter kommt. Nehme dann das pinke Bündel, taper mir auch dies aus, ich mache das jetzt mal bewusst ein bisschen schneller, weil die Fliege binde ich ja nicht das erste Mal, also das erste Mal in dieser Farbvariante jetzt für euch, aber insgesamt habe ich ja schon Perchfoot ein paar mehr Fliegen gezeigt. Bin aber super begeistert und sehe ja einfach an euren Bestellungen und was da an Fangmeldungen auch kommt, dass diese Dinger einfach unglaublich gut laufen. Und von daher kann man gar nicht genug Perchfoot zeigen. Hier wieder Lack drauf. Hoppala. So, und jetzt den grünen Teil oben nach hinten klappen, und den unteren Teil, den pinken Teil nach unten klappen. Und wichtig ist jetzt darauf zu achten, dass die hier schön aneinander stoßen, dass hier keine Lücke am Rand entsteht, sondern dass die Farben schön aneinander stoßen. Und dann einen Knotenbinder nehmen. Die Fliege abschließen und das Köpfchen wieder mit Lack versegeln. Und hier ist immer das Tolle, wenn man mit dem Mono bindet, dass sich der Faden im Nichts auflöst quasi, also überhaupt nicht mehr zu sehen ist, dass man ihn verwendet hat. Und es sieht immer so aus, als wenn man die Fasern des Baitfish Fiber irgendwie auf den Haken gebracht hat, ohne sie wirklich festzubinden. So, und dann nehme ich mir einen Klettverschluss. Kämme den
drehe mal ordentlich durch. So. Wieder ohne Verschnitt, ohne irgendwas abzuschneiden, ohne Verlust von Material. Das finde ich ja immer ganz wichtig. Und das kennt ihr ja auch von mir. So, und dann kommt der Spezialkleber von mir für die Augen. Da kommt hier ein Tropfen auf die Seite. Ein Tropfen auf die andere Seite. Und dann habe ich hier noch zwei Augen in Glow in the Dark in 6 mm. 6 mm ist eine gute Größe hier für die Augen bei der Fliegengröße. Mache ich eins drauf und dann auf der anderen Seite das zweite. Die müssen mit dem Kleber, mal zur Erklärung noch, die müssen so eine halbe Stunde, Stunde trocknen. Ihr seht ja, der Kleber, der zieht da ein bisschen ein, hält die Augen nachher bombenfest. Da verrutscht nichts mehr, da die Augen kriegt ihr auch gar nicht mehr ab. Also wirklich schwierig, die wieder abzubekommen. Da müsst ihr die Fliege eigentlich zerreißen. Aber der Kleber, der härtet nicht mit UV. Ne? Ich bin das schon oft gefragt worden, härtet der mit UV? Nein, tut er nicht. Aber er ist ein bisschen dickflüssiger, dadurch tropft er nicht weg, und wenn ihr das Auge da draufsetzt und das durchgetrocknet ist, dann sitzen die Bomben fest, und das ist das alles Entscheidende für mich. So, dann hat man eine Fliege, einen Streamer für trübes Wasser oder eventuell auch für Sonnenschein, wer weiß, wie es läuft, wie die Barsche drauf sind, mit einem schönen Flur grün und unten drunter pink, also das Grün ist übrigens auch ordentlich am Leuchten, ne? So, während das Pink nicht fluoreszierend ist. So, und dann hoffe ich, ihr habt Spaß an dem Video, überbrückt die Regentage einfach mit Fliegenbinden und schaut, dass ihr, wenn das Wasser wieder abfließt und klarer wird und niedriger wird, sofort ans Wasser geht, weil die Fische sind dann völlig auf jeden Fall im Fressmodus drin noch, weil im angestaubten Wasser sind die einfach aktiver. Es sind viele Futtertiere unterwegs und die Fische sind sehr gut zu fangen und auch in besten Konditionen. Denen macht das viele Wasser überhaupt nichts aus, im Gegensatz zu uns. So, und dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Mario.